Heute bei Game Inc. Hyper Light Drifter. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Endlich mal wieder mit mir. Und wir haben heute Hyper Light Drifter für euch. Ein Spiel, worauf ich schon seit Jahren warte. Naja, seit Jahren vielleicht nicht, aber schon seit eineinhalb Jahren, seitdem es angekündigt wurde. Und ich mich sehr freue, dass es endlich erschienen ist. Denn ich mag die Musik, kommt von Disaster Piece, die auch schon zu Fez den Soundtrack gemacht haben. Und total geile Bit-Music machen. Und wir werden uns das jetzt ein bisschen angucken. Ich will nämlich nicht so viel von diesem Spiel verraten oder auch zeigen. Wir gehen nach gut einer halben Stunde, je nachdem, wie sehr man sich mit der Welt befasst, in das Spiel rein. Und ich guck mal, wie weit ich komme. Ich habe es erst ein paar Minuten, eine Stunde gespielt. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei Hyper Light Drifter. Es geht los. So, und wir starten mit diesem kleinen Mannequin hier, den wir spielen. Er ist wahrscheinlich unser Hyper Light Drifter. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, er ist irgendwie infiziert, krank, denn er hustet Blut. Und das, wie wir wissen, ist nicht gesund. Ich spiele das mit dem Xbox-Pad und kann er sich wegballern. Und seine Fähigkeit im Kampf ist dieses Dashen, was ihn
ganz häufig entkommen lässt und er zu seinem Vorteil nutzen kann. Diese Platten verschwinden und wir können auch somit auch über Abgründe springen. Es ist sehr Zelda-like und mit diesem kleinen Dot, was mich hier verfolgt, erinnert es mich auch ein bisschen an Destiny. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Oh Mist, jetzt wollte ich mich gerade heilen und es ist zu spät. Und was mir gefällt, ist nicht nur die Musik, die Farben, der ganze Look ist einfach nur grandios. Da ist jetzt... Brauchen wir das? Ne, brauchen wir nicht. So, wir können nämlich auch hier rüber gehen, ohne Schaden zu nehmen. Shit, okay, ich kann nicht da durch hovern. Das ist schade. Und der Combat ist wirklich sehr schön gemacht, denn man muss seine Geschwindigkeit ausnutzen zu dem Vorteil. Ah, shit. Was nicht ganz so gut gelungen ist, ist das Zielen mit dem Controller. Das funktioniert mit der Maus deutlich besser. So. Okay. Oh, jetzt sind wir aber in der Höhle des Löwen. Ah. Jetzt gehen wir hier mal kurz in Deckung. Und wer die ganzen Gegner lernt und weiß, wie ihre nicht sonderlich schwer zu lernen Angriffspattern sind, hat im Kampf deutliche Vorteile. Und es geht wohl scheinbar darum, Technik zu sammeln, was ich so bis jetzt gelesen habe. Und auch das Blut, was da auf dem Boden tropft, wenn wir stark verletzt sind. So, jetzt habe ich nur leider keine Medipacks mehr. Aber vielleicht ist hier irgendwo eins versteckt. Und ich mag auch den Detailgrad in dieser Pixeloptik und auch den Detailgrad vor allem im Hintergrund, der einfach nur fantastisch ist. Shit. Und man muss manchmal auch ein bisschen die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen. Und man kann seine Waffen upgraden. Oh shit. Und allerhand Zeugs. Und es erinnert, wie gesagt, nicht nur von der Perspektive, sondern auch vom Spielgefühl sehr an Zelda. Suchen wir das noch einmal. Und so viel kann ich eigentlich zum Spiel gar nicht sagen. Das war auf jeden Fall bei Kickstarter eine lange Zeit. Oh, und die Level ändern sich ja sogar. Das ist ja fantastisch. Verdammt. Jetzt muss ich warten. Okay. Shit, ich kann mich auch nicht mehr heilen. Ja, und wie ihr seht, es ist viel Trial and Error. Beziehungsweise besser spielen. Hier muss ich mich zum Beispiel nicht abschlachten lassen. Das lässt sich verhindern, indem man auch... Oh. Indem man einfach nur ein bisschen die Umgebung klug ausnutzt. Jetzt heile ich mich mal nicht. Ich habe ja noch zwei. So sieht's nämlich aus.
So, damit hast du nicht gerechnet. Boah! Dass die einen aber auch so chargen. Bam. Aber es ist auch ein ziemlich geiles Gefühl. Boah! Wenn man dann doch mal den Gegner ganz cool wegholzt. Ich guck mal auch hier, ob nicht da irgendwie... Oh! Hier, Versteck. Und mit diesen gelben Teilen können wir unsere Waffen aufwerten. Ich weiß nicht, ob wir das dann beim Händler machen müssen oder wir erst... Oh, ist hier irgendwas? Oder ob wir das direkt hier machen können und die automatisch stärker wird. Was mir natürlich deutlich besser gefallen würde. Oh, wow, wow. Shit. Aber ich hoffe, das hat jetzt hier gespeichert. Nein, hat es nicht. Boah. Zum Kotzen. Dann nehmen wir es hier wieder. Alter! Wir lassen den einmal schießen. Bam. Und können hier durch. Und es gibt auch so kleine Puzzle, es gibt Geschicklichkeitsaufgaben. Oh shit. Alter. Das gibt's doch nicht, dass ich mich jetzt hier so anstelle. Das macht ja keinen Spaß. Ich hänge schon 10 Minuten an dieser einen Stelle. Aber das ist halt... So ist halt Hyperlight Drifter. Drifter. Drifter? Jetzt weiß ich noch nicht einmal mehr den Namen. Aber drücke ich doch auch noch. Ah, super intelligent war das. Jetzt muss ich tatsächlich den ganzen Rotz hier schaffen, ohne einmal drauf zu gehen. Weil ich Nase vorher alles verbraucht habe. So, jetzt haben wir nämlich das geschafft.
Und haben auch hier erstmal was zum Heilen. Ganz wichtig, dass wir da uns mal geheilt haben. So. Was ist das hier? Und wie man sieht, wenn man die Gegner so ein bisschen kennt, muss man noch nicht einmal irgendwie Angst haben, dass es zu viele werden. Oh, da war ich zu langsam. Ich glaub's aber nicht. Oh, spawnen die jetzt unendlich? Bam, bam, bam. Aber weh, jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Dann ist aber echt Schicht für mich. Nee, muss ich nicht. So. Versuchen wir es mal ohne das. Ich wollte gerade mich heilen. Es tut mir leid, Leute. Aber so ist das Spiel halt nun mal. Dass ich das auch jedes Mal einsammeln muss. Den musste ich kassieren. Aber auch schön, wie sich das alles so ineinander aufbaut. Alter. Okay, jetzt muss ich das. So, aber gar kein Problem für uns. Ist auch schön, wie die Attacken sich ordentlich ankündigen. Okay. Wir sind hier noch nicht durch, sehe ich das richtig? Ist das ein Rochen? Wow! Habt ihr das gesehen? Das wäre mal ultra der Move. So, auch das wäre geschafft. Und wir kommen hier durch. Und wir haben wieder so ein Segment. Ähnlich wie bei Fest muss man so Segmente einsammeln. Hier sieht man es gerade. Wohl in vier Himmelsrichtungen. Vier Altäre zu erleuchten, die, wie man vielleicht gesehen hat, es ist alles sehr, sehr kryptisch gehalten, was mir aber auch gut gefällt. Es gibt bestimmt auch viele kleine Geheimnisse, hoffe ich mal, die man sich hier so angucken kann. Und es geht zurück. Wohin es zurückgeht, sehen wir gleich. Ich weiß es nämlich selber nicht. Aha. Können wir da runterspringen? Tatsache. Und hiermit, glaube ich, kommen wir über die Karte. Kommen wir da wieder ins Dorfzentrum? Hold to warp. Das machen wir mal. Und ich zeige euch noch ganz kurz die Stadt, bevor wir hier auch einen Punkt drauf machen. Denn mehr möchte ich euch eigentlich nicht zeigen. Ich möchte euch nichts von der Geschichte die Atmosphäre, ich kann nur sagen, allein das Intro hat mich so in dieses Spiel gezogen, wie ich es schon seit langem nicht mehr hatte. Und das mit ganz wenig. Hier, zwei davon habe ich schon aktiviert.
Und wir gucken doch mal, ob wir jetzt unsere Waffe verbessern können. Auch schön, wie die NPCs erzählen keinen Text. Es gibt keinen Text, sondern nur... Okay. Kann ich das nicht? Nur Bildergeschichten. Und das finde ich wirklich sehr schön. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich das... Ah, habe ich erst ein oder was? Gucken wir uns doch mal in der Rüstung, beziehungsweise das hier ist diese Dash, dass ich meinen Dash aufwerten kann, nehme ich stark an. Okay, aber das langt uns alles nicht. Wir brauchen also dreimal diese Teile, die wir wahrscheinlich random sammeln. Und hier ist eben so eine Bildergeschichte, die von... Die wohl er erzählt, er ist der da hinten von diesem Ritter da gerettet wird. Und sowas finde ich sehr schön, weil wenn einfach alles in Textboxen, wie ihr sicherlich wisst, ich bin kein Freund von Textboxen, finde ich das sehr schön gelöst. Vor allem, es bleibt kryptisch. Jetzt können wir mal in eine neue Himmelsrichtung gehen und einfach diese Landschaft erkunden. Und ich kann sagen, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, folgt mir bei Twitter, schaut euch auch den YouTube-Kanal Stream Inc. an, und wie ihr sicherlich wisst, auf Twitch fast täglich kommen neue Videos von mir auf Stream Inc. auf Twitch, wo ich live mit euch Spiele spiele, eurer Wahl oder meiner Wahl. Ihr könnt dort auch einen kleinen Donate setzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr mehr sehen wollt und ihr bis hierhin durchgehalten habt, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Like da oder ein Abonnent, wenn ihr neu seid und es nicht schon getan habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Ich war der Jan und das war Hyper Light Drifter. Guckt es euch auf jeden Fall an, kostet irgendwie 19 Euro auf Steam, ist es auf jeden Fall wert. Viel Spaß dabei, noch viel Spaß beim Zocken und ich verabschiede mich und sage bis auf dann, euer Jan.